Ende Mai 2014 im Forum des Gymnasiums in Bad Bentheim. Die Schlagersängerin Gabi Baginski feierte ihr 45-jähriges Bühnenjubiläum. Schon vor Einlass warteten ihre Fans, die ja nun auch schon in die Jahre gekommen sind. Pünktlich um 19.30 Uhr ging es los und im Vorprogramm gab es noch eine Puppenshow mit dem Bauchredner Peter Kerscher. Aber was war für mich ein toller Traum ist, ja, dass wir beide heute Abend hier sind. Ja. Und es ist meine Ehre, ja, meine Damen und Herren, nun unseren Stargast des heutigen Abends hier ansagen zu dürfen. Wir freuen uns riesig, ich hoffe, dass Sie auch, meine Damen und Herren, begrüßen, so wie wir gerade geprobt haben, ja, und wünsche Ihnen nun einen tollen Abend. Unsere wunderbare, tolle Gastgeberin Gabi Baginski! Auf geht's! Über 200 Baginski-Fans hatten sich inzwischen eingefunden und es ging los. Mit ihrem Hitparadentitel von 1975 häng die Gitarre nicht an den Nagel. Gabi, 45 Jahre auf der Bühne, 47 Singles haben Sie gemacht in dieser Zeit. Mit 14 sind Sie angefangen, ist das richtig? Das ist richtig, aber ich habe schon viel mehr Singles gemacht, weil wir koppeln ja mittlerweile von den Alben aus, aber ich kann es jetzt auch gar nicht mehr zählen. Mhm. Ihr Durchbruch war mit einem Titel, den wir eben schon gehört haben, Häng die Gitarre nicht an den Nagel. Ja, das war ZDF-Hitparade, genau. Ja, ja, richtig, erinnere ich mich damals. Ja, ja, da hieß es, Sie kommen aus Rheine. Da ist doch mal eine Bombe hochgegangen, ne? Das weiß ich nicht. Ja, war die Bombe vor war ich. Sehen Sie, ja, ist ja toll. Dann international waren Sie schon unterwegs, Moskau, China, ja, ich habe schon in verschiedenen Festivals mitgemacht. Ich habe in Sopot damals, als ich 20 Jahre alt war, den Publikumspreis. Das ist so dass die, wie der ESC, aber im Ostblockbereich. Und da habe ich den Publikumspreis gewonnen gehabt und habe ich viele Auszeichnungen bekommen. Ich habe die Deutschen Schlagerfestspiele 1998 gewonnen. Ich habe Schlagerparade, Hitparade gewonnen. Ja, also kam einiges schon toll zusammen. Das ist schon sagenhaft, dass Sie so lange dabei sind und immer noch mitschwimmen. Ja. Das ist toll. So, danke. Aber Sie haben ja nicht nur Ihre eigenen Lieder gesungen, sondern ich lese gerade Viva España, singen Sie zwei Apfelsinen. Nein, im Haar ich habe aus Goll und Sie sahen ja so, so ähnlich aus. Dankeschön. Ja. Ich habe den gleichen Produzenten gehabt wie Imka Marina und damals hieß es, ob ich die deutsche Version für Deutschland singen wollte. Viva España. Und das habe ich auf meinem Album gemacht, weil er das auch für die Imka Marina produziert hat. Und zwei Apfelsinen im Haar habe ich mal für eine Fernsehsendung gemacht. Und das Lied ist Abanda heißt das. Abanda, und richtig, das ist auf einem Album drauf. Ja, Sie sind ausgebucht dieses ganze Jahr 2014. Wie sieht es in 15 aus? Auch schon gute Buchungen. Also ich schwimme mit und ich bin sehr zufrieden und das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß. Wo geht's morgen hin? Morgen geht's nach Mainz zum SWR. Nach Mainz. Okay, dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute und toi, toi, toi. Dankeschön, auf Wiedersehen. Fleiß und Ausdauer haben ihren Erfolg geprägt. Und dass sie Stimmung in den Laden bringt, das zeigte sich auch hier an diesem Abend.